trouble. I wanna start a fight. Na 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 na. I wanna start a fight. Na 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 na. I wanna start a fight. So so what? I am a rock star. I got my rock moves, and I don't need you. Guess what? I'm having more fun, and now that we're done, I've got the show on you tonight. I'm alright. I'm just fine, and then you're a tool. So so what? I am a rock star. I got my rock moves, and I don't need you tonight. You weren't there. You never were. You wanted all, but that's not fair. I gave you life. I gave my all. Silvi Mais und Brokkoli! Vorsicht! Hier wird noch gekocht. Liebe! Ich bin ein totaler Brokkoli-Fan, vorher schon gewesen. Ja. Gegrillt mag ich ihn am liebsten. Das Blöde ist, jetzt kann ich ihn nicht mehr essen. Ich esse nichts, wo Augen dran sind. Ja. Ja. Also auch keine Kartoffeln. Wie entzückend. Schön, ne? Ja. Oh. Wer ist denn das? Seid ihr jetzt, also wir sind alle bei einer Frau, oder? Ja. Sind ja, wir, ja? Ja, ja, ja. Ja, Würde ich sagen, ich bin es, weil ich höre mich so an, wenn ich im Auto sitze. Okay. Und singe. Aber ich, Brokkoli, wirklich, es kommt, ich habe dich so in mein Herz geschlossen. Du bist die Knallerin, sage ich jetzt schon mal. Und du hast From Deep From The Heart gesungen. Und ich glaube aber, dass du dich mehr mit Sport beschäftigst in deinem echten Leben, glaube ich. Und deswegen hätte ich zwei Vermutungen. Einmal Sophia Thiel bin ich irgendwie. Yes. Oder, jetzt merkt man wieder, dass ich zu viel Aktenzeichen XY geguckt habe, Luisa Dellert. Weil die ja so eine Transformation gemacht hat. Von Fitness und jetzt gesund und Influencer und guck mal. Du wolltest Rudi Zerne sagen. Ja, der kommt später, glaube ich. Cool, sehr gut. Also ich habe noch mal über dieses Joko Brokkolade nachgedacht und eine Frau, die ja für Joko moderiert, also du spielst mir die Show moderiert, den Quizteil, ist Katrin Bauerfeind. Und wir haben ja diesen kleinen Senfklecks auch gesehen. Und früher hat Katrin ja Ehrensenf moderiert im Internet. Es könnte aber auch eine Schauspielerin sein. Wir haben ja die zwei Hühner gesehen, Hinweis auf wilde Hühner. Und die Tochter von Katja Riemann hat ja in Wilde Hühner mitgespielt. Und Katja Riemann ist Vegetarierin, ist eine coole Socke und was könnte definitiv hier mega performen. Darf ich vorstellen, Ruth Moschner. Unglaublich.
Ja, also erstmal bin ich völlig gefettet, was du alles siehst. Oder? Irgendwie, das Mutter, mit dir gehe ich nicht mehr am Sonntag essen. Du hast da so einen Senffleck irgendwie da ja. in der Ecke rum. Ja, ich war ganz woanders. Ich war natürlich sofort beim Kochen. Die Brokkoli, diese Blumenkohl-Variante, die ich am liebsten ja roh mag. Und dachte auch, die Schokolade kommt drin vor, Kochen drin kommt vor und auch so natürliche Dings. Und ich dachte auch, es ist mit sehr viel Werf und Aplomb und Kraft vorgetragen worden von jemandem, der sonst jetzt nicht professionell singt. Aber es ist wichtig, Attitude, Haltung, aber mal richtig auf den Putz zu hauen. Ich hatte im Kochen und im Influencing, ich habe Sally Özcan gesehen. Mm. Ah. Ah, okay. Brokkoli. Brockstar, Brock, ich bin ein Brockstar. Es ist der Brokkoli für mich heute Abend. Absolut, ja? Absolut. Sehr also, ihr habt euch festgelegt, das sind so eure... Ja, naja, festgelegt, frag in Show 6 noch mal nach, dann... Bock auf Show 6, Brokkoli? Ja, klar, jawohl, oder? Jawohl. Sicherlich! Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus. Die Hütte abgerissen. Der Brokkoli! Sensationell!